Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Heart Gold, wo sofort die Action wieder losgeht mit Onix haben wir schon. Kommst zu spät, Junge, tut mir leid. Wir sind in der im Einheitstunnel, richtig, genau, auf dem Weg nach Azalea City und haben hier zum Ende der letzten Folge ganz erfolgreich unseren Dundee in einen Tyrakrok verwandelt. Jawohl. Muss man kurz den Mauszeiger da aus dem Bild bewegen, das geht ja gar nicht. Weiter geht's. Hier im Tunnel, genau wie draußen zum Beispiel auch, habe ich gar nicht gezeigt, aber in der letzten Folge gibt es, also unten rechts quasi vorm Höhleneingang, gibt es noch was zu holen. Allerdings brauchen wir dafür, wie auch für viele andere Sachen hier in der Höhle, Zertrümmerer. Und das haben wir noch nicht. Ne? Und da müssen wir noch drauf warten, da wird es also wahrscheinlich irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Menge Folgen geben, wo wir einfach nur Items einsammeln, die man alle mit Zertrümmerer holen kann. Ganz interessant daran ist allerdings, dass da natürlich auch so Nettigkeiten wie unsere Fossilien bei sind, die wir ja aus der ersten Generation noch kennen. Hier haben wir also die Köderbälle, einen Superball und ich denke mal für Zubat Level 7 deutlich geschwächt sollte auch ein Pokéball reichen. Nehmen wir einfach mal eins mit. Nicht, dass der irgendwas im Team zu suchen hat oder dass ich mir die Zeit nehmen werde, ihn zu entwickeln, mit Sicherheit nicht. Klasse, Zubat wurde gefangen. Jawohl, Nummer 12, wenn ich mich nicht irre. Der Pokédex füllt sich stetig und auch relativ fix. Im Flug sendet es ständig Schallwellen aus, um ein genaues Bild der Umgebung zu erhalten. Das ist bei Fledermäusen so üblich, ne? 80 cm, ja, das, da habe ich hier auch schon ähnliche Exemplare. Tatsächlich. Ach, nein, nein, nein. Ah, ich wollte ihm eigentlich einen Namen geben. Ich wollte ihn doch Edward nennen. Verdammt. So. Schutz wäre nicht verkehrt gewesen. Vielleicht hätte ich mir vorher nochmal einen gönnen sollen. Oder Höhlenherpes wäre auch nicht verkehrt gewesen. So. Keine Zeit. Da haben wir den X-Angriff. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir da oben oder da unten müssen. Deswegen probiere ich mal einfach hier zuerst. Hallo, lieber Wanderer. Oh, hätte gedacht, dass ich hier jemanden über den Weg laufen würde. Ja, gut. Also, dass man in so einer riesigen Höhle für gewöhnlich nicht alleine ist, ne? Karel. Rudi Karel. Ah, Rudi. Rudi Karel. Onix, ja gut, du fängst hier trotzdem eine Aquaknarre und bist damit wahrscheinlich down, aber ihr seht schon, die Level werden ein bisschen höher, das heißt, wenn er jetzt mal zwei Pokémon hätte, dann könnte man sich da mal gönnen, ein paar Pokémon einzuwechseln. Hat aber nicht. So, wieder mit dem EP-Taler hier nix. So, gucken wir mal hier, ich weiß wirklich nicht, wo ich genau hin muss. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig. Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst. Ja, das, da bin ich doch relativ fest von überzeugt eigentlich, dass ich das schaffen werde. Hallo Burkhard. Burkhard hat einen kleinen, einen Kleinstein Level 4. Na toll. Na komm, wir haben noch 23 Angriffspunkte über hier von unserer Aquaknarre. Also drauf da. Natürlich ist das sehr effektiv, das wissen wir. Er hat aber als nächstes noch einen kleinen Stein und da möchte ich dann doch gerne wechseln und zwar auf Storm. Damit der hier mal ein bisschen trainieren kann. Entwickelt sich auch schon Level 15 zu Vati weiter und könnte sich hier immerhin mit seinem Donnerschock um die ganzen Zubats kümmern, um die Wilden. Achso, ja gut, das so viel Zeit hat ja hier nun keiner. Ne? Also Tackle gegen Kleinstein, nur zwei Level höher, das können wir uns dann doch gleich knicken. Ein Igler. Ja. Steiger du mal deine Verteidigung. Das wird dir jetzt auch nicht mehr helfen, denn diese Aquaknarre sollte problemlos ausreichen. Und wir kriegen sogar den Volltreffer natürlich. Just in case. Ne? Just in case. Level 9 für Storm. Sehr gut. Eins nur noch. Noch ein Kleinstein. Ja, klar, komm. Möchte die Nummer wechseln. Nehmen wir für Hoothoot hier auch nochmal ein paar EP mit. Der lernt nämlich Level 5 Hypnose und dann auch, ich glaube in Level 10 oder so schon, oder kann er schon? Ne, kann er nämlich noch nicht, genau. Und in Level 10 müsste er dann sogar schon Schnabel lernen, dann können wir mal eine Flugattacke
Wäre ja mal ganz nice für die ganzen Käfer, die da auf uns zukommen in Azalea City. Lehmsuhler. Warum Lehmsuhler? Als ob ich hier irgendwie mit einem Elektro-Pokémon angreifen würde gegen einen Wanderer. Also die Idee ist mir nun wirklich noch nie gekommen, glaube ich. Das ist sehr effektiv, ja. Würde ich auch schwer hoffen. Zack, und Hudud erreicht Level 5. Und wie angekündigt, erlernt es Hypnose. Und Pokal ist besiegt. Au, jemine. So. Ich habe wahrscheinlich da oben einfach einen Trainer und damit auch eventuell ein Item vergessen. Gehe ich einfach offscreen nochmal zurück. Hallo Kleinstein. Soll nicht mal eben fangen, wenn wir schon dabei sind. Ja komm, ne, hier Raserei. Weil selbst bei Biss wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob er den überlebt, wenn wir 12 Level höher sind. Raserei können wir zumindest so ein bisschen predikten. Die wird jetzt ein bisschen mehr abziehen als die erste. Oh, das war dann doch schon deutlich mehr. Er macht aber ein I, klar. Riskieren wir noch eine? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ist ja Quatsch. Wir probieren es einfach so. Nein, Quatsch. Bälle, Pokéball, zack, Drufter. Und da sollte er auch drin bleiben. Jawohl. Und du kriegst diesmal einen Namen, auf jeden Fall. Vielleicht fange ich mir einfach noch einen Zubat, wenn ich noch eins finde, und nenne das dann Edward. Dann muss ich das andere leider wieder freilassen. Viele Leute wissen das nicht, aber bei näherer Betrachtung erkennt man, dass es viele Kleinsteine gibt. Hä? ja. Klar, möchte ich dem Kleinstein einen Spitznamen geben, und zwar ist das unser, wer das Bild noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal googeln. Ziemlich genial. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. So. Weiter geht's. Da unten haben wir endlich mal wieder ein Item und auch einen ziemlich interessant aussehenden Trainer. Hey, Sandan! Hurricane Sandy ist wieder unterwegs. Ja komm, zack, nehmen wir auch direkt mit hier. Bums. Ist sogar ein Weibchen, können wir also Sandy nennen. Mist. Ja, ein Ekler. Gut, jetzt muss ich ein bisschen pokern, weil du bist noch grün. Wahrscheinlich werde ich jetzt killen. Oder reicht dir der ein Ekler? Doch, der ein Ekler reicht. Sehr gut. Das freut mich. Und wir werfen den nächsten Pokéball. 7 Stück haben wir noch. Jetzt noch 6. Ich denke mal, da wird er direkt drin bleiben. Zack. So eilig geht das hier. Nummer 14? Boah, ich komme gar nicht mehr mitzählen hier. Das ist ja absolut erstaunlich. Fällt es aus großer Höhe, rollt sich dieses Pokémon zusammen, um so den Sturz abzufangen. Das ist clever. Abrollen. Ja klar. Haben wir ja gerade schon gesagt. Unser Hurricane Sandy. So, so langsam merkt ihr, komme ich auch schon mit der Steuerung wesentlich besser klar. Bisschen intuitiver alles mit der Zeit. Hallöchen. Was bist du denn für ein komischer Frisur-Typ? Dieses diese Zubat verwirren ständig meine Pokémon mit ihrem Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren. Aha. Oh, ein Feuerspucker. Nice, okay. Schicke Frise hast du. Hallo Smogon. Smogon, was hältst du denn von unserem Biss? Der ist ja echt nicht schlecht, ne? So kann auch den Volltreffer, natürlich. Aber er hat ja zwei Pokémon, von daher müssen wir uns da schon mal keinen Kopf drum machen. Nächstes Smogon, da möchte ich nämlich wechseln. Auf Storm. Optisch schnelle. Das Ziel ist ja bekannt. Den Kampf gehen wir gar nicht erst ein, denn ich habe gerade gesehen, wahrscheinlich reicht es noch nicht für Level 10, aber es reicht zumindest für Level 19 hier. Und deswegen teilen wir uns diese EP auch noch. Giftwolke. Das vergiftet direkt, ne? Ja. Verdelligkeit. Gut, jetzt dürfen wir den Kampf schon mal nicht zu lange dauern lassen, weil ich habe, glaube ich, noch ein Gegengift, aber das möchte ich jetzt nicht im Kampf verwenden. Das wäre mir dann noch ein bisschen zu blöd. Hoffe ich mal zumindest, dass ich noch eins habe. Werden wir gleich sehen, da ist erstmal Level 19. Astrein.
und 72 EP auch für unser Storm. So, gucken wir mal direkt in den Beutel. Fluchtsaal Wundersaat, nein. Trank Gegengift 1A. Hat sie doch schon gelohnt, dass wir das noch dabei hatten. Zack. Läuft bei uns. Und noch ein Superball gefunden. Boah, jetzt läuft richtig. Boah, im Umdrehen. Zack, plötzlich steht da so ein Radfratz hinter dir. Fast draufgetreten, kann man sagen. Bei der Größe. Na ja, komm. Da müssen wir uns jetzt echt nicht mit rumschlagen. Ich gehe mal einfach weiter hier runter. Ich sehe schon, ich habe definitiv da oben was vergessen. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Oh oh. Ich dachte, dann können wir eine große, glückliche Familie gründen. Pokémaniac Satoru. Was sollte das denn für ein Pokémon sein, was du da darstellst? Ich meine, das habe ich bei der ersten Gen auch nie so richtig erkannt. Aber Fleckmon. Ja, Fleckmon. Klar. Du fängst hier erst recht einen Biss. Denn du bist ja ein Wasser-Psycho-Pokémon. Zack, hat sich schon gelohnt. Soll das so ein shiny Nidoking sein oder ein grünes Karaborn oder was? Naja, fragen wir mal über nicht genauer. Da unten versteckt sich da bestimmt ein Item, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber guck mal, Kleinstein, haben wir schon. Was sagen denn die AP? Ah, komm, das nehmen wir eben mit. Schwuppes. Jawohl. 62 Erfahrungspunkte. Und weiter geht's. Ah. Ah, diese Rate. Sandan. Eigentlich bist du auch nicht mehr als eine Aquaknarre. Von daher, komm. Dauert ja nicht viel länger als flüchten. Sehr effektiv. Ja, ich weiß. Was ein Glück, wa? Nochmal 79. Die wollen wir auch nicht einfach liegen lassen. Ja, falsche Seite. Fail. So. Ah, Cave Herpes. Level 5. Das andere war Level 7, ne? Wobei ein Golbat fangen wir uns ja wahrscheinlich zu späterer Stunde sowieso selbst, als ob ich Zubat entwickeln würde. Deswegen Raserei, wenn du überlebst, dann haben wir ab jetzt einen Edward. Dann lasse ich das Level 7 Zubat wieder frei. Ho, Magic Pixel. Nice. Ja, halte ich nochmal ein bisschen. Das macht, glaube ich, die Fangrate jetzt nicht bedeutend schlimmer. Beutel, ich weiß, ist jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber egal. Wir haben es ja. Weg mit dem Pokéball. Und wie gesagt, trainieren werde ich sowieso nicht. Golbat kriegt man bestimmt irgendwann zu späterer Stunde nochmal so zu fangen. Zubat wurde gefangen und... Komm schon. Ja. Diesem Zubat möchte ich einen Spitznamen geben. Und das wird unser Edward. Wo ist er denn hier? Ups. Zack. Jawohl. Ha. Da ist aber auch schon der Ausgang. Immerhin. Muss ich wahrscheinlich tatsächlich nochmal offscreen irgendwie... Ja, ob ich jetzt zurückgehe oder ob ich einfach warte. Ich meine, wir kommen ja eh noch ein paar Mal wieder mit Zertrümmerer. Dann können wir uns die anderen Items auch später noch holen. Flucht. Denn auf Zubat habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr. Das Item nehmen wir aber noch eben mit. Aufwecker. Nice. Wer will uns denn hier einschläfern? Und raus aus der guten Stube. Scheißwetter. Genau, wir sind nämlich auf Route 33 und auf Route 33. Das ist zwar so ziemlich die kürzeste, deswegen schaffen wir es jetzt auf jeden Fall noch in dieser Folge bis Azalea City. Aber es ist auch die, auf der es so gut wie immer regnet. Immer. Immer. Noch ein Aprikoko Pink abgesahnt. Und jetzt weiß ich gar nicht, willst du mit uns kämpfen oder... Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Mann, sie war viel größer, als ich dachte. Bevor ich alles erkunden konnte, wurde ich müde und bin wieder nach draußen gegangen. Ist sinnig, gebe ich zu. Komm, du willst doch bestimmt hier, ne? Ich habe den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Jawohl! Da können wir da schnell nochmal ein paar Erfahrungspunkte mit diesem Wanderer hier absahen. Wanderer Tom hat einen kleinen Stein, das wird direkt zu Aquaknarre fallen. Hä? Oh cool, es regnet.
Es fängt an zu regnen. Ach genau, das war so ein bisschen das Feature dieser Route. Das dürfte dann unsere Aquaknarre nochmal verstärken. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Regentanz. So stelle ich mir das zumindest mal vor. Ja, das heißt, das Wetter wirkt sich tatsächlich auch noch auf den Kampf aus. Es regnet weiter. Mach hallo. Ja, da möchte ich einfach mal wechseln. Und zwar hier auf unser Voltilam. Weiß gar nicht, ob Elektroattacken dadurch jetzt auch beeinflusst werden. Wird ja irgendwo Sinn machen. Ne? So, Leiter und so weiter. Aber naja, egal. Mach hallo, du bist. Du kannst schon so eine krasse Kampfattacke und dann sehen wir hier ganz alt aus. Deswegen wechsle ich mal lieber ganz schnell wieder zurück auf unser Tyrakrok Silberblick. Ja. Ganz schnell die Verteidigung senken. Gut, dass wir nur Biss können und kein Unlicht-Pokémon sind. Sonst würden wir gegen Macholo ganz schnell alt aussehen. Nicht sehr effektiv. Ja, weiß ich. Dann packe ich jetzt mal die Aquaknarre raus, weil deine Spezialverteidigung ist, glaube ich, ziemlich grottig. Und dann hat sich das Thema hier auch erledigt. Hat er den Griff in der Rippen? Guck dir den mal an da. Spargel-Tarzan. Hm? Zack. Hat sich wieder gelohnt, die Mathematik. Storm erreicht Level 10 und erlernt Donnerschock. Jawoll. So. Perfekte Folge, würde ich sagen. Bis hierhin. Ich bin übrigens Wanderer und gehe oft in Berge und Höhlen. In Städten dagegen kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Du scheinst mir schon in vielen Städten Abenteuer erlebt zu haben. Ja, in genau 3. Und eine davon bin ich nochmal so durchgerannt. Wenn wir 2 Telefonnummern austauschen, könnten wir einander doch sicher jede Menge nützliche Infos geben. Was hältst du davon? Ja, klar. Wisst ihr noch damals, als man noch SMS löschen musste und nicht genug Platz für alle seine Telefonnummern im Adressbuch hatte? Ups, was geht hier ab? Was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Ha, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dir überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden. Rums. Okay, was haben wir denn da gesehen? Hier gibt's nichts zu sehen. Ich stehe hier wach, weil der Boden eine öffentliche Gefahr darstellt und jemand aus dem Dorf versehentlich hineinfallen könnte. Ach ja, bin ich nicht zu gutmütig? klar. Der Fleckmannbrunnen, auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute in dieser Gegend glauben, dass man, wenn immer ein Fleckmon gähnt, bald Regen fallen wird. Alte Aufzeichnungen sagen, dass vor 400 Jahren einmal ein Fleckmon eine Dürre beendet haben soll, indem es gegähnt hat. Coole Aktion von diesem Fleckmon. Wir schauen uns aber erstmal Azalea City ein bisschen genauer an und das alles werden wir wahrscheinlich schon in der nächsten Folge tun. Dann wollen wir natürlich auch herausfinden, was es hier alles so für nette Gebäude gibt und vor allem, was es denn mit Team Rocket auf sich hat, das plötzlich aufgetaucht ist. 3 Jahre nach der das Pokémon-Land, das Bill erfunden hat, erlaubt es hier. Aha, cool. Jetzt hast du uns den Namen gesagt. Steht da jetzt auch Bill? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Warst du jetzt hier der magische? Nein, das ist mal noch jemand, das passiert. Okay. 3 Jahre nachdem das Team also quasi von Red, ne, von unserem guten Rot zerschlagen wurde, den wir ja in diesem Let's Play auch irgendwann nochmal treffen werden. Ganz, ganz spät. Nachdem wir quasi mit der Kanto-Region durch sind, 16 Orden haben und die Elite 4 hinter uns haben. Dann dürfen wir uns auch nochmal mit Rot messen, unserem Nerd aus Pokémon Gelb, der ein ganz schön heftiges Team hat zu diesem Zeitpunkt. Aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeit und deswegen sag ich erstmal wieder, ich merke schon, ich halte die Folgen bewusst ein bisschen kürzer, auch wenn die letzte schon wieder über 20 Minuten war. Danke fürs Zusehen, Daumen nach oben, wenn euch das Let's Play gefällt, die Infokarte oben rechts bringt euch zur letzten oder aber nächsten Episode und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und alles weitere Fragen oder Anregungen immer unten damit in die Comments. Ich freue mich drauf. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss und bis dahin. Euer Jens von Nerdy Talk.